Leute, kennt ihr das? Ihr stöbert so durch die neue Funktion in YouTube, und zwar die Trends. Schaut euch so die ein oder anderen Videos auf. Und was fällt euch an den ganzen Videos auf? Richtig. Fucking WhatsApp Pranks, man wollte mich ja eigentlich rollen. Was ist denn ein WhatsApp Prank? Das ist so lustig, man wollte mich eigentlich verficken. Und genau aus dem Grund, damit ihr euch nie wieder so eine Scheiße reinziehen müsst, zeige ich euch jetzt innerhalb, keine Ahnung, weniger als 10 Sekunden, wie so ein Prank aufgebaut ist, Leute. Und ja, schaut es euch einfach ganz kurz an. Und das nächste Mal, wenn ihr so ein WhatsApp Prank seht, einfach nur weiter scrollen, weil Leute, es ist jedes Mal das gleiche. Und ja, und folgendermaßen bekommt man anscheinend heutzutage auf YouTube Klicks. Der krasseste WhatsApp-Prank auf YouTube ever. Yo. Was? It's a prank. Krasse Reaktion. Gone sexual. Endet pervers. Endlich habe ich auch einen klickgeilen Titel. Funktioniert bei mir sowieso nicht. Okay, pass auf. Pass auf. Ich werde jetzt die Gegner zerstören, okay? Okay, da ist keiner, okay? Okay. Boom! Boom! Oh mein Gott. Boom! Oh, ich bin so krass. Oh. Was? Hä, hey, bist du mich verarschen? Oh, Profi-Sniper. Oh. Alter, mache ich hier komische Geräusche. Ja, Leute, und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Kilian Acker, Kick und ich bin ganz herzlich willkommen. Erst hier zurück auf meinem Kanal, wer hätte das gedacht? Weil ihr habt ja anschließend auf das Video geklickt und eigentlich wisst ihr, wer hier ist, und ich laber wieder viel zu viel Scheiße. Auf jeden Fall, Leute, geht es heute so ein bisschen um die Trends auf YouTube. Ich habe das ja eben schon im Pre-Intro ein bisschen angesprochen. Und ja, Leute, mein Titel und mein Thumbnail ist heute schon ein bisschen in die Richtung, die ich eigentlich gerade kritisiere. Also ich weiß, es ergibt keinen Sinn. Aber Leute, ja, kein Aber. Das war's eigentlich. Auf jeden Fall muss ich echt mal jetzt drüber reden mit euch, Leute. Ich weiß nicht wieso, ob ihr jetzt auch zu den Leuten gehört, die da raufklicken oder nicht, ja. Aber es ist doch mal richtig übertrieben heftig, ja. Jeder macht diese Fake-WhatsApp-Pranks, ja. Wo sie einfach so ihre Ex, es ist ja immer die Ex komischerweise, immer so schreiben so, oh, irgendwie komische Songtexte, und dann rastet ihr mir komplett aus mit, was, ja, aber ich schlaf doch mit dem und ich hab deinen Freund gevögelt und, gone sexual, ich bring dich um, Amanakäufisch und so. Und die ganzen Videos gehen mir so derbe auf den Sack gerade. Also ich hab nichts dagegen, jeder darf machen, was er will und so weiter und so fort. Ich habe auch kein Problem mit, dass man WhatsApp-Pranks macht, aber ich hab ein Problem damit, dass sowas in den Trends landet. Weil ich finde, ein Trend sollte so das landen, was auch qualitativ hochwertig ist. Ich weiß, es ist eigentlich unmöglich mit dem YouTube-Algorithmus, dass die da irgendwie so herausfiltern, was jetzt viel Arbeit kostet und was wenig Arbeit kostet. Aber es gibt auch kleine YouTuber, die so viel Arbeit in ihre Videos stecken. Und damit meine ich jetzt nicht nur mich, also ich persönlich finde, dass ich mir viel Mühe mache. Aber zum Beispiel Jan Acker, Smiley, so im COD-Bereich, oder Varion und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch Angeschrien und Julian Bam natürlich. Die Leute, ich finde, dass solche Videos in den Trends landen dürften oder sollten. Also zum Beispiel im COD-Bereich finde ich nicht mal, dass Master Scorpion und die in den Trends landen sollten. Weil ich finde einfach, dass die, also die machen coole Videos, und ich mag die Master Scorpion, Whisker war es auch übelst gerne. Aber ihre Videos sind halt nicht aufwendig, und da kann mir jeder sagen, was er will. Die Videos sind halt einfach nicht aufwendig. Ich gucke sie wegen der Person, nicht wegen den Videos. Und ich finde das auch mega korrekt, dass alle das machen. Ich gönne den Erfolg auch und so weiter und so fort. Aber ich finde einfach, in den Trends sollte sowas landen, was richtig viel Arbeit gekostet hat, dass es so eine Art Belohnung ist, dass es in den Trends ist. Und das ist gerade nicht der Fall, finde ich. Und das regt mich gerade ein bisschen auf. Ich möchte eure Meinung mal gerne wissen. Heute mal so ein themenbasiertes Kommentar gewesen, so ein bisschen. Und ich habe schon wieder ein bisschen Scheiße gelabert. Habt ihr die ersten beiden Sniper-Feeds gesehen gerade? Also Feeds, diese Turn-Ons, oder wie ich die Gegner kassiert, wie ich die Gegner kassiert habe. Alter, ich glaube schon wieder so viel Bullshit. Wie könnt ihr euch sowas eigentlich geben, Leute? Wisst ihr, manchmal, so wie heute, setze ich mich einfach ans Mikrofon, ohne irgendwas, ohne zu wissen, worüber ich labere. Und ich labere einfach los. Ich hoffe, euch gefällt es auf jeden Fall. Und danke für die Resonanz nochmal generell. Ich meine, Klicks sinken zwar und so weiter und so fort. Und meine Abos sowieso. Ich bin noch nicht mehr im Apok, also nicht mehr wirklich im Apokland. Aber es ist trotzdem noch mega motivierend, wie viele liked und wie viele kommentiert und so weiter. Ich hoffe, das bleibt dran. Ich hoffe, dass ich euch immer noch unterhalten kann. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt oder was ich verbessern kann oder was ich nicht verbessern kann. Was laber ich für eine Scheiße auf jeden Fall. Hoffe, euch hat das gefallen. Und ja, schreibt mal eure Kommentare. Ey, ich laber schon wieder viel zu viel Kacke. Aber schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr zu diesem WhatsApp-Prank und so haltet. Zu den ganzen Pranks in Trendzeiten. Und ansonsten hab ich euch lieb. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Penis und Alter, bin ich gerade hyperaktiv, Mann. Oh, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu behindert war. Obwohl ihr wisst, dass ich behindert bin. Folgt mir auf Instagram, I guess. Folgt mir auf Instagram. Also jetzt mal ohne Spaß. Und einen Link. Instagram draufklicken. Ich bin so schön, ja. Ihr kriegt wahrscheinlich einen kleinen Orgasmus, wenn ihr mich jetzt das erste Mal seht. Aber danach dürft ihr mir folgen. Und tschüss.